Veranstalter mit mehr als 270 Veranstaltungen zusammenbringen können. Das hat unsere Erwartungen und Hoffnungen wirklich weitaus übertroffen. Weil wir die Vorzüge Berlins im Gesundheitssektor einem nationalen wie internationalen Fachpublikum vorstellen können. Bewegung in Gang gesetzt, viel aktiver, viel interdisziplinärer, viel internationaler. Die Lebensqualität, die ich durch solch ein Kniegelenk, durch solch eine Prothese erhalten habe, die ist unglaublich. Glücklich ist ein bisschen untertrieben, ich würde sagen überglücklich. Das Zusammenrücken zwischen Berlin und Brandenburg ist stark. Und es wird umso stärker, wenn man weiß, dass 50% der Brandenburger im Jahr 2030 im Speckgürtel leben werden. Auch am heutigen Tag gut, dass wir noch mal Brote machen dürfen. Ein gutes Pausenbrot ist einfach die Basis von guten Noten und von Konzentration und von überhaupt der kindlichen Entwicklung. Sie kennen die klassischen Methoden, Darmspiegelung oder aber der klassische Stuhltest, mit dem Darmkrebs nachgewiesen wird. Wir haben jetzt ein neues Verfahren entwickelt, um Darmkrebs in einer Blutprobe nachzuweisen. In diesem Plasma fischen wir dann mit diesen Mikropartikeln, magnetischen Partikeln, die DNA, die Erbinformation, die Tumorinformation aus dem Plasma. Von normal im Bett wie früher, über die Hockergeburt, die Wassergeburt, bis hin zum gewünschten Kaiserschnitt. In der Situation einer Herz-Lungen-Wiederbelebung können Sie gar nichts falsch machen. Denn das Schlimmste, was Sie tun können, ist gar nichts zu tun. Das Thema Medizin, Medizintechnik muss immer mehr kommuniziert werden. Und deshalb unterstützen wir die Berlin Health Week, um das Thema in der Hauptstadtregion bekannter zu machen.